So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3 mit beiden DLCs. Den einen, The Ring City, haben wir abgeschlossen und jetzt begeben wir uns mal in die gemalte Welt Ariandel, wo ja noch ein bisschen was offen ist, also alles. Mal gucken, wie ich mich da jetzt so schlage. Es wäre halt schön, wenn man irgendwann auch mal ein zweites Leuchtfeuer oder so findet, weil bisher habe ich nur meinen Radius in der Schneewüste erweitert und bin immer in verschiedenen Richtungen gescheitert. Okay. Hier ging es ja irgendwie gleich auch immer schön zur Sache. Ne? Ich habe das ganz vergessen. Tanten greifen dann doch an, nee, die hier nicht, die leuchten nicht in den Haaren. Aber die leuchtet doch, oder? Die greift dann nicht an, oder? Oh, da hängt was ab. Ach, guck da. Oh. Okay, wir sind ein klein wenig stärker geworden als beim letzten Besuch hier. Ich kann ja mal gucken, welche Folge das war, aber es ist eine Weile her. Hier hinten lag doch immer... Achso, ich dachte, der droppt immer was. Da kann man den mal in Frieden lassen, der futtert Junge. Ach, hier vorne, das ist doch irgendwie weg, ne? Oh, 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 oh. Dich habe ich übersehen, ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen längeren, aber das wäre besser gewesen. Ich hätte bessere Augen als einen längeren. Und jetzt kommen da unten ja die Wölfe, war das nicht so? Dafür ist das ja jetzt wirklich... Eigentlich denkbar ungeeignet, das Schwert, oder? Ach, wir probieren es einmal. Das sind ja bloß 20.000 Seelen. So. Die haben ja immer geheult, ne? Die hat man ja quasi angelockt oder so, ne? War das nicht so? Und dann locken sie andere an? Ich weiß es nicht mehr. Ach, oben sind ja auch noch welche. Ach, da hocken sie. Oh shit. Mal.
Lasst mich. Das ist ja furchtbar mit euch hier. Oh, ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. Nein, da kommen ja noch mehr. Wir kommen immer mehr. Ich hasse dieses gemalte Scheißding hier. Kommen jetzt noch mehr? Oh shit, was will die denn jetzt? Oh nein. Scheiße, was ist das hier für ein Kack? Ich glaube, es hackt. Es kommen ja immer mehr von den Wölfen. Was soll man denn dagegen tun? Irgendwann mal Schluss mit den Wölfen oder? Was ist mit denen da? Nein, Scheiße. Voll zu sein, Crowd. Nein! Nein, ich hab ja meinen. Alter, ich dreh hier durch. So, was ist das jetzt hier? Hier kommen wir jetzt wieder oben raus. Aha, oder? Ist das jetzt oben oder ist das oben? Nee, oder? Doch, das ist so das Eingangsleuchtfeuer, oder nicht? Oder bin ich jetzt woanders? Das ist doch mit dem Webgable. Okay, versuchen wir es. Kann man diese Bäume eigentlich killen? Nee, ne? Lass das, lass das. Warum sind jetzt noch mehr Wachen? Die laufen mir immer hinterher, oder? Ach du Scheiße. Ach so, und das ist auch noch Aiming. Gruselig, sehr gruselig. Das ist puh. Das war ja eine tolle Leistung, Herr Nolden. Nein, was macht es denn mit mir? Okay, es tötet mich, ich mag das nicht. Und was mache ich jetzt? Mein Schwert warm oder sterbe ich dann einfach danach? Oder? Meine Güte, ey. Homing Nebeleis, ey. Lacht sie auch noch. Mag sie gar nicht. Das ist ziemlich hervorragend. Also ich hatte doch hier mal irgendwo was glitzern sehen. Hä? Bin ich ja doof? Okay, ne, hier ist ungesund. Also diese ganzen Wölfe hin. Das Schlimme ist, das muss man dann jedes Mal wieder machen. Oh. Ach ja, die kenne ich noch. Das heißt ja aber auch, dass dahin soll ich gelockt werden, oder? Ne?
das nicht aber auch, dass ich theoretisch immer da oben lang laufen kann, um wieder zum Feuer zurückzukommen? Ja, ne? Alter, diese Wölfe, ey. Ich vermute mal, dass sie jetzt gleich hier runterspringt. War das nicht so? Oh, ich habe keine Zauberkraft mehr. Ungünstig. Für mich. Dieses ganze Spiel ist mit Besten. Diese Crowd Control Kacke im Spiel, das auf Einzelgegner angelegt ist. Oh nee. Ja, und jetzt müssen wir das alles wieder nochmal machen. Wie schlägt er denn? Vielleicht ist es besser, ich schlag so, ne? Das können wir ja nachher noch mal probieren. Oh Mann, ey, wie ich es jetzt hasse hier nochmal wieder alles. Noch mal. Diese Wiederholung ohne jeden Sinn. Deswegen. Warum ist das jetzt so? Das verwirrt mich da total. Jetzt fuchtelt man wieder da. Einschlag gereicht, so, das ist hier nur noch einer, oder? Jetzt mit diesen Wölfen dann nochmal dahin. Das hat doch eben schon kaum geklappt. Scheiße. Seelen.
nein! Ach Mann, das darf doch nicht wahr sein, verdammt! Ja, setz mich doch jetzt vor die Wölfe ab, das ist ganz toll, das ist ganz klasse. Hast du gut gemacht. Was rollt denn jetzt hier sich fest, ey? Scheiße, ey. Jetzt habe ich sie alle am Hals. Wie geil. Ich bin so dumm, wirklich. Nein! Jetzt hat sie mich geschnappt, oder? Was, ich sehe nichts. 35.000 Seelen weg. Yay! Dieses Spiel ist so toll. Es macht mich fertig, ey. Es macht mich so fertig mittlerweile. Ich habe vergessen umzustellen. Egal. Wir werden jetzt einfach mal durch. Mal sehen, was das bringt. Ist ja jetzt egal. Mit den Seelen weg. Tschüss. So, lalala. Hier. So. Und hier ist nirgendwo ein Leuchtfeuer oder so. Da sind wieder böse Bäume, mit denen ich kämpfe. Oh, Hammermann. Wo sind wir? Da ist doch aber... Eigentlich ist das ein Kumpel. Ach, wie schön. Noch einer. Wieder so super toll. Oben auf dem Berg kein Leuchtfeuer, hier kein Leuchtfeuer. Naja. Wir laufen einfach. Laufen. Hey. Irgendwann wird es dann klappen. Reinen Zufall machen wir jetzt hier. Reiner Zufall. Springt der rüber oder was? Oh, wie schön da. Hat sie ja gleich mal wieder super Freunde gefunden.
super klasse. Ich verstehe nicht, wieso das einfach nicht gehen will. Ja, Homing-Erfrierung. Super. Und wie das einfach überhaupt keine Seelen gibt hier. Hä? Breitgesprungenes Schwert seitlich scheint schon mal sehr viel besser zu funktionieren. Ich will jetzt auch nichts mehr. Oh. Ich jetzt auch nicht mehr. Ja, die Frage jetzt, wo lang, ne? Die Wölfin beäugt einen schon. Auch von ihrem wölfenden Thron. Und hier. Oh ne, hier gibt es ja überall so eine. Oh, überall stehen hier so eine Dinger, so eine Bäume. Sie sind wohl auch schon alle sehr. Das ist ja widerlich hier. Was ist das denn jetzt hier für eine Ecke? Nein! Oh, die schießen auch noch! Och, sag mal, das ist doch nicht euer dummer Ernst, wirklich. Befrorene Waffe, Zauberspruch. Also die Lampen auf dem Kopf, die. Die kotzen und die anderen haben Murmeln. Und Wölfe gibt es trotzdem noch, oder was war das hier? Okay, ich muss dann hier wohl offensichtlich schnell durch. So, und was habe ich jetzt gewonnen? Oh, die bewegen sich ja. Irgendwie gewinne ich hier nichts. Blumenkohl. Mein Zauber ist sehr viel kürzer, oder? Kann das sein? So, die Frage ist jetzt, muss ich hier lang? Oh Gott, ich habe jetzt Angst vor Bäumen. Oh, das ist aber hübsch. Oh! Das, gefällt mir. Warum hat uns denn jetzt eigentlich der Speerschmeißer bei den großen Wikinger-Wolfshütern da? Warum hat er uns dann angegriffen? Wahrscheinlich ist es nicht derselbe. Oder soll man von hier aus irgendwas sehen, irgendwas Bestimmtes? Aber mein Feuerstreichzauber ist ja hier wirklich begrenzt nützlich. Ne? Wenn hier Eis ist, ist hier auch wieder Illusion, hängt das irgendwie auch zusammen? Warum kann man hier Aussicht halten? Das ist gut.
kann man da runter gucken? Das muss doch einen Grund haben, oder nicht? Achso, da kommt man wahrscheinlich dann von der Seite her, wenn man die Wikinger da besiegt hat, ne? Aber hier ist jetzt jedenfalls erstmal kein Durchkommen. Und wahrscheinlich liegt dann da auch nur, weiß nicht, ein Zettel mit dem Stift HH drauf oder so. Ich bin sehr gespannt, was auf der anderen Seite der Brücke ist. Und ich bin sehr gespannt, ob man das hier wieder alles durchhauen kann. Kann. Okay. Kann man da runter oder fällt man? Scheiße. Ach doch, da. Oder? Ja, dafür hätte ich sie nicht kaputt machen. Wow. Schön Glitzer-Dings. Oh, da unten geht es ja auch noch lang. Hinkommen. Da ist eine Leiter. Und eine sehr lange Leiter scheinbar. Okay, zu entdecken scheint hier noch eine Menge zu sein. Das, sowas versöhnt mich dann ja wieder ein bisschen mit dem Spiel. Diese verschachtelten... Oh, oh scheiße. Nein! Oh nein. Oh nein, er hat zwei Milli-Dings. Ach komm. Was ist das so eine Quatsch? Oh, Rutschpartie. Dort geht es in ein anderes Areal. Das ist vielleicht noch ein bisschen früh. Insofern ist es ganz gut, dass wir jetzt eine halbe Stunde erreicht haben. Bleibt schön neugierig und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, denn wenn wir jetzt hier zurückgehen, können wir natürlich auch diese Brücke wieder reparieren, indem wir nochmal neu laden an Leuchtfeuer, wollte ich sagen. Und damit das Ganze ja zurücksetzen. Und wir sehen, da drüben können wir nämlich auch noch ein bisschen stöbern. Da können wir irgendwie von der anderen Seite noch irgendwo hin. Aber es scheint tiefer zu liegen als das Dorf. Noch ein anderes Gebiet. Cool. Vertikalität scheint hier irgendwie eine Rolle zu spielen. Dann machen wir das doch mal und nehmen das hier ernst. Aber nächste Folge wollen wir auf jeden Fall erstmal gucken, wer denn da in dieser Kathedrale drin wohnt. Da wohnt ja bestimmt jemand, denn da hat jemand die Lampen angemacht. Und da oben scheint auch noch eine Seele zu leuchten. Auf das Gebäude scheinbar auch noch rauf zu können. Ich bin sehr gespannt.
Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bleibt schön neugierig und bis dahin. Ciao.